schönen guten Morgen hier. Guckt mal, bisschen vereist, aber ideale Bedingungen für unseren Kurzstreckentest mit Akkuklimatisierung oder auch nicht, weil wir haben ME 2.1 792 drauf. Und ich habe die ersten Werte hier vom EB Notify. Alles kalt, nichts aufgeheizt. Also ideale Bedingungen, um zu gucken, was das Auto eigentlich so tut, wenn man auf Kurzstrecke fährt. Los geht's, Live-Test. Ja, EB Notify, alles klar hier. Wir sehen die Werte, Online-Modus und ab Start. Warum ist ab Start nicht zurückgesetzt? Schnell mal machen, sonst verfälscht natürlich die ganze Sache. So, und cool. Ja, wir haben irgendwie 55,2% im Akku oder intern 55,6. Oh, gar keine so große Abweichung. Sagt mir das Auto. 54. Alles klar. Ja, passiert irgendwas. Ich habe mich reingesetzt. 2 kW sind hier irgendwie angesagt. Ich habe komplett alles aus. Nur die Sitzheizung etwas an, mache ich auch noch aus. Ja, 2, 3 kW sagt er mir. Und hier unten sehen wir Akku total kalt. Ich drücke auf die Bremse. Das Auto schaltet sich jetzt ein und geht der Verbrauch sogar runter. Ja, ich sitze drin, alles aktiviert. Es bleibt aber so. Also Akkuheizung springt jetzt erstmal nicht an. Wir legen Fahrstufe ein. D bzw. B. Passiert auch noch nichts. Ja, interessant. Also, es ist schon so, dass er beim allerersten Mal, wenn man hier irgendwie was einlegt, Fahrstufe und dann auch losfährt, das mache ich nämlich jetzt gleich, gar nicht reagiert und alles auslässt. Ja, ideal. Also, erste Mal hier so um die Ecke fahren zum Bäcker, hat wohl gar keine Auswirkung. Wir verfolgen das aber hier mal gleich. Meine erste Station ist ja tatsächlich der Bäcker um die Ecke. Und gucken wir mal, ja, ein bisschen rangieren so. Ich kann auch noch mal ganz kurz anhalten dazu. Mal gucken, ob wir irgendwas haben. Irgendwie 3. Ja, aber Akkuheizung reagiert noch gar nicht. Ich fahre jetzt wirklich mal ein Stück weiter hier. Sind ja nur so 200, 300 Meter, die ich da fahre. Ne? Ja. Und da vorne anhalte, also das, was man typischerweise zu Fuß machen sollte, mit dem Fahrrad machen sollte, Leute, genau. Aber wir testen das ja. Wie verhält sich der ID.3 mit neuester Software tatsächlich hier auf super Kurzstrecke? Und vor allem haben minus 1,5 Grad. Ja, ganz normal hier alles. Ich fahre auch in Eco. Nochmal schön umschalten, damit das auch richtig an ist. Und wir sehen, ja, jetzt kommt ein bisschen was hier auf Stand 6 kW, jetzt fängt er wohl an, da unten seht ihr es im Einlass auch tatsächlich. Die Akkuklimatisierung geht jetzt an, also sie geht nicht ganz sofort an, aber doch dann, sobald man hier ein bisschen gefahren ist, dann durchaus. Ja, jetzt müssen wir gucken hier, es ist grün, fahren ein Stück weiter und parken mal vor unseren Bäcker hin. First Station. Parking. Ja, so sieht's aus. Standverbrauch von 6. War das jetzt früher mehr? Ich habe so ein bisschen den Eindruck. Aber ansonsten, ja gut. Akkutemperatur jetzt so nahe bei 0. Noch nicht richtig warm gemacht. Und wir schalten jetzt hier mal ab. Dann schauen wir mal, wenn wir wiederkommen vom Bäcker, wie der Stand der Dinge ist. So, Brötchen gekauft. Da sind wir wieder. Das muss man übrigens nicht bestätigen. Es geht auch irgendwann von selber weg. Reingesetzt. Ja, immer noch selben Daten wie gerade eben. Und wir haben nur so einen Standverbrauch. 0,7. Wie gesagt, weiterhin hier ohne Heizung, um wirklich nur zu sehen, was macht das Fahrzeug selber. Mit sich selber, mit dem Infotainment, beziehungsweise mit der Akkuklimatisierung. Und ja, welche Version? Das ist nochmal zur Bestätigung hier. Also das Infotainment ist weiterhin genauso langsam wie vorher, geht aber eigentlich Systeminformation. Hier seht ihr das, das sind unsere
neuesten Daten. Und ich habe über Nacht tatsächlich auch die Navigationsdatenbank bekommen. Muss ich mich also auch nicht drum kümmern. Super. Vorhin war so eine seltsame Meldung. Habe ich im Foto zwar festgehalten. Ich dachte, es ist irgendwas anderes. Na gut, alle Aktualisierungen. Ich glaube aber, das wird nicht angezeigt hier. Nee, schade. Das zeigt er leider immer noch nicht hier an. Das wäre natürlich noch schön. Wir würden noch ein bisschen mehr Release-Backlog noch kriegen. Beziehungsweise Changelog. Gut, also 0792, das ist die ME 2.1. Und wir stehen noch hier und da kommt's wieder, ja. Da seht ihr, jetzt fängt wieder die Akkuklimatisierung an. Ich drücke die Bremse. Das Auto geht an. Ja, das System schaltet sich dann nochmal zurück, seltsamerweise. Interessant, dass es da irgendwie zwei Zustände gibt. Und wir fahren jetzt nochmal ein Stück weiter. Zum Marktplatz da vorne vor. Also immer nur so ein paar hundert Meter. Und wir beobachten das. Natürlich jetzt normales Fahren. Akku, ja, Einlass 16 Grad. Auf irgendwie was von 13 Grad wird ja immer der Akku aufgewärmt. Wir fahren also jetzt mal da zur nächsten Station hier. Kaufen auf dem Marktplatz etwas ein. Frisches Obst und Gemüse sozusagen. Sofern es das jetzt gerade gibt. Ist wahrscheinlich importiert. Aber zumindest mal... Ah, da kann man auch einen Honig kaufen und was nicht alles. Also, ja, da kommt der Marktplatz in Sicht. Oh, hier sind irgendwelche Sperrungen. Was ist denn hier los? Will ich aber sowieso nicht hin. Also, fahren wir hier mal rum. Kennt ihr schon. Gut. Und wir gucken auf unsere Werte hier. Ah, fahren wir hier mal direkt vor die Kirche. Mein Lieblingsparkplatz ist schon belegt. Warum eigentlich? Ich bin doch so früh dran heute. 8 Uhr. Und wir halten an. Parking. Ja, und wir gucken uns das an. Das Auto ist jetzt praktisch wieder sozusagen Parkstellung, Ruhezustand. 24 Grad im Einlass zur Akkuklimatisierung, zur Akkuheizung. Und wir haben irgendwie 6 kW Standleistung hier abgerufen. Okay, ich steige aus, ich schalte aus und wir beobachten die Sache weiter. Nächster Einkaufsbummel hier kurz auf dem Marktplatz. Kurzer Check, ich habe mich gerade noch ausgeschnallt, macht aber keinen Unterschied. Ich könnte auch nochmal zur Test hier nochmal einschalten hier. Oder ausschalten, mehr oder weniger. Was passiert jetzt? Ah, jetzt geht da eins runter. Okay, 0,5 ist auch interessant. Also ich schalte dann nochmal hier ein. Oder aus, man weiß gar nicht, was ich da schalte. Und es scheint wieder... einen höheren Verbrauch zu geben. Aha. Also das kann man dann durchaus auch ein bisschen beeinflussen, indem man da, wenn man drin sitzen bleibt, auf den Knopf drückt. Aber ich steige jetzt aus und kaufe was. Auto wird natürlich abgeschlossen. Ha, ich bin reingefallen, bin viel zu früh dran. 9.30 Uhr frühestens Markt. Also wir steigen wieder ein und fahren noch zu einem Discounter rüber. Und gucken, ob ich das von hier aus noch ablesen kann. Das System funktioniert ja eigentlich auch, wenn Auto aus. Na, also EV Notify kann trotzdem Connection aufbauen. 17 im Einlass meldet er mir hier noch. 0,33 Standverbrauch, wenn ich gar nicht reinsitze. Jetzt sitze ich aber rein. Tür zu. Ja, sofort geht es ein bisschen hoch. Warten wir mal ab, das hier geht normalerweise selber weg. Ja, ich hoffe, das tut's noch. Zack, schaltet um, genau. Und da haben wir wieder unseren Standverbrauch, ohne dass das Auto richtig an ist. Ich drücke hier mal kurz auf die Bremse. Dann schaltet sich's ja eins weiter. Ja, also ich habe den Eindruck, dass diese Akkuklimatisierung nicht sofort anspringt, aber dann doch nach ein paar Minuten schon. Rückwärtsgang einlegen. Und wir... fahren hier mal, nicht die Fußgänger umfahren. Ja, ich habe jetzt nochmal hier ausgeschaltet. Auto steht, ist eigentlich aus jetzt hier, keine Fahrbereitschaft. Und aber läuft trotzdem noch hier die Akkuklimatisierung irgendwie weiter. 32 Grad jetzt schon im Einlass. Gut, wir steigen wieder aus und erzwingen damit, dass jetzt hier Ende ist. Genau. Geh mal kurz was da einkaufen und dann geht's weiter, bis die auf dem Markt aufgebaut haben. Kurz hier abschließen.
ums Auto rumgehen und von der anderen Seite noch mal reingucken. Da sehen wir nämlich unser Display. Ja. Gucken wir mal, was er macht. Das ist nämlich echt interessant. Man kann ins Auto reingucken, ohne dass man es anmachen muss. Ja, und ihr seht hier 0,1. Ja, da unten hält sich natürlich die Temperatur im Einlass, klar, aber da heizt nicht mehr weiter. Also das ist wohl der Standverbrauch hier, wenn ich jetzt gar nichts mache. Wenn es eigentlich das Auto abgeschlossen ist. Okay, Einkaufsbummel. Fertig soweit. Gucken wir doch gleich nochmal an derselben Stelle rein. An der Seite nämlich. Da muss ich nämlich nicht einsteigen. Alles hier verstauen. So. Wie sieht's aus, Leute? Wie sieht's aus? 0,1. 0,11 ist wohl so der generelle Standverbrauch. Also zumindest, wenn ich die Tür auf habe. Weil es ist zumindest noch das Licht an. Okay, das Licht ist an. Kriege ich das Licht aus? Geht aus? Ja. Nee, das ist, ich weiß nicht, was es ist hier. Es ist dann so, Infotainment ist ja noch nicht an. Drüben auch nicht richtig. Trotzdem hat er hier 0,1. Ja. Und gehen wir mal rüber, setzen uns rein, beobachten die Sache weiter. Jetzt fahren wir wieder zurück zum Marktplatz. So. Ja. Geht sofort etwas höher. 0,7. Ja. Und wieder der Versuch, ich trete die Bremse. Und wir schauen das hier an. Es geht kurz runter. Und dann kommt aber wieder die 0,6. Aber noch nicht die richtige Akkuheizung. Die ist, aktiviert sich etwas später dann. Ich kann ja mal kurz warten hier, dass sich irgendwas zeigt. Zumindest mal anschnallen kann ich mich schon. So. Also er hat so ein bisschen Verzögerung, bis er dann die Akkuheizung wieder anschmeißt. Ich kann auch schon mal einen Gang einlegen. Seht ihr das hier? Wieder auf B. So. Nicht eine wirkliche Veränderung, ne? Okay, wir fahren los. Während der Fahrt natürlich schlecht zu checken, so. Muss erst wieder anhalten, dann an irgendeiner Kreuzung, dann sehen wir, was los ist. Oh, da hinten war doch irgendwie gesperrt. Mal schauen, ob ich da durchfahren kann. Ja, wir haben ein paar Minuten Zeit. Die sind eigentlich um 8.30 Uhr erst bereit auf dem Markt. Deshalb beobachten wir das hier nochmal so ein bisschen. Muss irgendwo anhalten kurz, damit man wieder den Stand der Dinge sieht. Ansonsten hat es keinen Sinn. Trotzdem hier jetzt 55. Ja, beim letzten Versuch hatte ich irgendwas von 70 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Vielleicht ist es ein bisschen besser geworden. Den Eindruck habe ich auch. So richtig quantifizieren kann ich es nicht. Wir halten hier mal kurz am Straßenrand, um hier einen Check zu machen. Also anhalten. Gang ist noch eingelegt. Ich drücke nur die Bremse. Na, ihr seht es, 0,5. Also Akkuheizung doch nicht wieder dazugeschaltet, hat also eine gewisse Verzögerung, bis er die wieder aktiviert. Okay, wir fahren weiter und checken das mal bis zur nächsten Kreuzung. Also es sind jetzt wirklich extreme Kurzstrecke, die ich jetzt hier fahre. Und ja, da kommen natürlich dann wirklich hohe Verbräuche raus, wenn man ständig losfährt, wieder anhält, losfährt, wieder anhält. Also das denke ich, das ist so die tödlichste Fahrerei, die man mit einem Elektroauto machen kann. Im Verbrenner übrigens auch, klar. Da merkt man es vielleicht nicht so, aber boah, der heizt sich mehr oder weniger ja selber auf. So, wir sind rund und fahren hier wieder rein. Von der anderen Seite auf den Marktplatz diesmal. Und checken dann unsere Verbrauchswerte wieder. Ah, ich könnte hier anhalten, das ist aber so in der Sonne, das mache ich nicht. Ah, mein Parkplatz von vorhin ist ja wieder frei. Also ihr seht schon hier, ständiges Rundgefahre bei mir hier heute Morgen. So, hier parke ich wieder ein, alles klar. Wir stehen wieder. Ist interessant, dass er diesmal das gar nicht dazu schaltet. Also irgendwie hat das System tatsächlich gelernt. Ich gehe auch vom Bremspedal runter.
bleibt irgendwie jetzt so. Bleibt bei einem Standverbrauch von 0,4, 0,5. Scheint mir auch ein Tick, also ein Zehntel weniger zu sein als sonst. Sonst war er eigentlich eher bei 0,5 so, aber es ist nicht ganz objektiv. Also, ja, geringst weniger. Das macht in der Summe nicht so arg viel aus. Doch, guckt mal hier. Also immerhin sowas von 43, das ist nicht gut, aber es sind keine 70. Ne? Ansonsten hat es jetzt den Akku durch meine Rumfahrerei irgendwie so auf 6, 7 Grad, maximal 13 Grad. Da ist er schon an seiner Temperatur, die er eigentlich immer haben will. 13 Grad wird ja so versucht vorzuklimatisieren. Also hat er an irgendeiner Stelle auch schon. Das ist interessant. Zumindest hier in EV Notify hat irgendeine Messstelle mit 13 Grad. 10 Grad im Einlass. Das ist interessant. Also ich denke schon, dass sie was optimiert haben. Muss man tatsächlich sagen. Gut. Ein paar Minuten Zeit. Ich könnte noch zur Bank gehen und lassen wir das Auto also tatsächlich nochmal stehen. Was? Ihr wollt noch den Versuch mit der Start-Stopp-Geschichte haben? Genau. Ich muss hier euch nur zeigen, wo der Start-Stopp-Knopf ist und dann eigentlich hier wieder aufs Display gehen. Drücke ich nochmal. Das System geht mir aus. Aber sonst passiert jetzt hier auch nichts, ne? Ja, das denke ich schon. Der Standverbrauch ist um ein Zehntel weniger geworden. Gut. Abschnallen, aussteigen und an der Beifahrertür nochmal reingucken, ne? Genau, so machen wir es nochmal. Abschließen. Hier rumgehen. Nochmal öffnen. Und gucken, was EV Notify noch so mitkriegt. Ja, 0,4. Okay, also ich gehe jetzt nochmal zur Bank, hole nochmal Geld und dann machen wir dasselbe hier nochmal. Also, Auto bleibt hier mal kurz stehen. Bankgeschäfte erledigt. Wir gehen zurück zum Marktplatz und damit auch zum Auto. Ja, also wenn das warme Wasser da noch im Auto ist, wärmt sich natürlich der Akku auch auf, während das Auto hier rumsteht. Ist ja klar. Achso, ich wollte zur Beifahrerseite gucken. Schauen wir nochmal auf den Status. Ich hoffe, mein Android-Handy hier versagt nicht in der Kälte. 0,4. Also ein bisschen höher. In Holland hatten wir ja 0,1. Ja, ich hoffe, das funktioniert hier auch. Da ist mein Dongle. Ja, gut. Tja, wir lassen das Auto noch mal ein bisschen stehen. Hier unten seht ihr die Werte noch. Bisschen zurückgegangen, die Akkutemperatur. Ja, hat aber hier seltsamerweise jetzt etwas höheren Verbrauch, obwohl das Auto eigentlich komplett aus ist, ja, ne? Interessant. Gut, wir gehen auf den Markt, kaufen da noch mal was ein. Und dann kommen wir wieder zurück hier. Tüte mitnehmen. Ich könnte natürlich das Android-Handy auch rausnehmen aus dem Auto und von außen das angucken. Geht auch, so weit das Bluetooth reicht sozusagen. Ja, können wir nachher nochmal kurz testen, wenn ich ganz draußen bin, das Auto abgeschlossen ist, was dann für ein Verbrauch ist. Jetzt gehe ich aber mal kurz hier auf den Markt. Da hinten nämlich. So, alles erledigt. Schauen wir mal, was das Auto macht. Ruhig und friedlich. Aber wie ist der Verbrauch? Ja, der hält sich bei dir in der 0,4. Also man sieht es auch durchs Fenster, es ist die 0,4, auch wenn es zugeschlossen ist. Interessante Sache. Oder kriegt er keine richtigen Daten? Ich denke aber schon. Also gut, wir machen das jetzt etwas professioneller. Ich nehme das Teil mal hier weg. Und wir gucken uns das von außen an. Nicht, dass wir hier doch falsche Werte haben. Ja, jetzt sieht es nämlich irgendwie nach 0 aus. Da unten liest er aber uns was. Da oben hat er aber tatsächlich einen Verbrauch von 0. Ja, ich weiß nicht, wie genau hier, wie gut dieses EV Notify jetzt ist. Ich denke eigentlich, er hat eine Verbindung. Bluetooth-Verbindung besteht. Hier unten liest er mir ja auch die Daten vom Akku. Hier oben 0 Verbrauch. Das hört sich irgendwie besser an, als das, was wir vorhin da gesehen haben, ne? Also, das war ja irgendwie auch seltsam. Ich weiß nicht, ob ich das hier hinkriege jetzt. Moment mal. Ich lege das Teil mal hier hin. Und so,
gucken, dass wir hier ordentliche Sicht haben. Schalte mal ein. Ja, jetzt geht dann der Verbrauch erst hoch, aber wenn das Auto aus ist, sollte der natürlich bei nahezu null sein. Jetzt meckert er hier, dass ich nicht Zündung eingeschaltet habe. Kann man auch wieder ausschalten. Also ich drücke hier nur den Schalter. Und dann sollte es eigentlich auch wieder zurückgehen. Also eigentlich sollte er bei null sein, wenn ich abgeschlossen habe. Draußen sollte er null sein. Jetzt ist ja hier ein bisschen was an vom Infotainment. Ich weiß noch nicht, wie die Reichweite ist von meinem Dongle da. Machen wir mal die Tür zu noch. Und schließen auch ab. Tut die komplett die aus. Ah, sagt mir immer noch irgendeinen Verbrauch hier von 0,7. Bin aber nicht sicher, ob er das hier ordentlich updatet. Also ob das hier stimmt. Also EV Notify behauptet, da wäre noch irgendwas. Kann es fast nicht glauben, dass er im ausgeschalteten Zustand abgeschlossen so einen hohen Verbrauch da zieht. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kriege das hier irgendwie nicht gereloadet ordentlich. Okay, muss ich jetzt mal so stehen lassen. Jetzt wieder die klassische Seite. Wir steigen ein. Das System fährt wieder hoch. Und wir schauen uns das hier an. Hier irgendwas sehen. Ja. Da kommt unsere eigene Anzeige wieder. Zum Vergleich 0,8. Oh, gut, das stimmt irgendwie. Und unser Akku hat sich ein bisschen abgekühlt. Ja, 12, 13 Grad fast. Das ist ja so seine Zieltemperatur. Stimmt also fast. Und unser Durchschnittsverbrauch hier bei 44. Aber Akku-Klimatisierung geht nicht automatisch an, wenn ich bloß drin sitze. Also ich denke durchaus eine Verbesserung hier. Und ich trete die Bremse. Auto geht also wieder in On. Leichte Schwankungen, aber ansonsten keine großartigen Veränderungen. Also ich könnte jetzt Fahrbereitschaft einlegen, Gang einlegen. Ja. Nö. Nicht so direkt was zu sehen hier. Ich lasse aber mal einen Moment jetzt hier so laufen und beobachte das, ob da doch noch mal was angeht dann, wenn es länger so stehen bleibt, das Auto. Seht ihr da, wir sind insgesamt 16 Minuten unterwegs gewesen im Auto. Ja, bin schon ein bisschen länger unterwegs gewesen. Es ist jetzt knapp vor 9 Uhr. Aber typische super Kurzstrecke. Und wir checken das hier nochmal. Ja, 20 Minuten im Auto verbracht. Hat sich jetzt nichts geregt, nochmal die 3 Minuten, die ich jetzt hier nochmal stehen habe lassen. In Fahrbereitschaft übrigens. Akkuklimatisierung hat sich nicht eingeschaltet, also es sieht sehr gut aus. Ja, deshalb auch mein Verbrauch hier nur bei 44. Gut, also Rückwärtsgang und wir fahren hier nochmal das Stück nach Hause zurück. Genau 9 Uhr haben wir es. Ja, auch hier, wenn man das sieht, Stand nochmal, bleibt bei den 0,5, 0,6. Also, sieht echt gut aus. Wundert mich jetzt tatsächlich, irgendwas hier an der gesamten Akkuklimatisierung, Heizung im Winter, geändert, verbessert mit unserer aktuellen Version jetzt hier. Ja, springt auch gar nicht an. Langsam ein bisschen mehr Leute auf der Straße. Aber trotzdem kann ich noch meinen Test hier vollenden. Ah, rote Ampel. Roten Ampeln sind immer schön. Weil dann kann man genau gucken, wie es aussieht hier. Ah, ich muss ein bisschen vorfahren hier. So. Ah. Verändert sich nichts. Letztes Stück. Gleich sind wir wieder zu Hause. Ja, also denke schon, hat sich ausgewirkt auf meinen Durchschnitt. Ist natürlich immer noch ein sehr hoher Wert, aber ich denke, besser als die 70 beim letzten Mal. Ne? So, da sind wir wieder. Okay, Parking. Und wir schauen uns das an. Bleibt so.
40 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir sind 2 Kilometer gefahren, 23 Minuten waren wir unterwegs. Und jetzt der Endstand hier auch 52,1. Wir checken das auch nochmal hier drüben im Vergleich. Aber auch die Vermutung, dass irgendwie hier es Differenzen gibt. Na komm, 51. Ja, leichte Differenzen. Und was sagt da eigentlich so 52,8 dann richtig im Auto? 52,1. Keine Ahnung, ob da noch ein Problem der Umrechnung jetzt ist. Das sah ja früher immer ein bisschen anders aus. Aber das ist jetzt hier mein Endresultat von unserem Test heute Morgen. Ich würde sagen, tatsächlich eine Verbesserung in dieser Version jetzt hier. 0792. Noch nicht super, aber schon deutlich besser. Deshalb vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh oh. Ich dachte doch, die Sache mit der Alarmanlage wäre behoben. Ist aber nicht behoben. Leute, also weiterhin ein Problem mit der Alarmanlage. Wenn er auf OBD2 zugreift, ja, ist ja witzig. Ich dachte, wenigstens das wäre behoben, ist aber nicht. Mist. Ja, Auto steht da draußen. EB Notify greift drauf zu, hat auch eine Verbindung. Ja, null Verbrauch, das ist schon mal gut. Aber leider geht die Alarmanlage weiterhin los. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Merke ich überhaupt irgendwas hier? Wenn ich es aufmache, das Auto, kein Verbrauch. Wenn ich es zumache, auch kein Verbrauch. Okay. Ah, na gut. Tja, Leute, da gibt es wohl schneller ein Over-the-Air-Update, als wir denken. Ich stehe hier nochmal in der Küche. Das Auto steht da draußen, kriegt hier auch eine Connection. Und da seht ihr auch schön, dass er eigentlich null Verbrauch hat. Unten kann er aber trotzdem noch die Daten vom Akku auslesen. Das funktioniert zumindest. Also da oben diese aktuellen Werte, das war mir ein bisschen suspekt, dass er, wenn er abgeschlossen ist, eigentlich irgendeinen Verbrauch hat. Sollte nicht sein, sollte eigentlich bei null sein. Da ist wohl nicht richtig ausgelesen worden. Das glaube ich eigentlich nicht. Ja, müssen wir aber nochmal näher untersuchen. Ja, die nächsten Videos. Also wenn euch solche Videos interessieren, dann bleibt am Kanal, abonniert den Kanal, schaltet die Glocke ein. Dann kriegt ihr immer die aktuellen Infos, die aktuellen Videos hier zum ID3 von VW.